Veranstaltung ins Leben gerufen, um Innovationen voranzutreiben und auch für unser Unternehmen zu suchen, gemeinsam mit unseren Kunden. Wir haben viel mit Unternehmen zu tun, auch mit jungen Gründern, und sehen immer wieder, dass es große Schwierigkeiten gibt, Neues zu entwickeln, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Wir wollten helfen, sich mit dem Thema einfach vertraut zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch einen Anreiz zu geben, Neues zu wagen. Im Grunde wollen wir eine Gründerkultur schaffen. Wir wollen, dass mehr Menschen sich auf den Weg machen, eine Selbstständigkeit zu machen. Die Wirtschaft lebt vom Wandel, von der Erneuerung und von Aufbruch. Und diesen Aufbruch wollen wir ermöglichen, erleichtern und wollen das unterstützen und wollen zeigen, dass das möglich ist. Für die Teilnehmer bietet es eine Möglichkeit zu einer Auszeit, sich aus dem Tagestrott herauszunehmen und sich dabei neuen Themen zu widmen und sich auch wiederum inspirieren zu lassen, um zu sagen, was kann ich denn für mein Unternehmen damit rausnehmen? Also ich würde gerne den Teilnehmern mitgeben, dass es immer steht und fällt mit einem selber. Es beginnt immer, jede Idee beginnt mit einer Person, das ist man selber. Man muss daran glauben, man muss andere überzeugen, man muss daran arbeiten. Und man muss auch verstehen, es gibt nur eine einzige Person, die einen komplett aufhalten kann, und das ist man selber. Und genau die Person sollte man nicht sein. Sie haben keine Ahnung vom Markt, haben kein Geld, um es rauszufinden, und noch dazu haben sie auch keine Zeit dafür. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, mach mal. Und dann dieser Satz, mach mal, das war ein ganz, ganz, ganz wertvoller Moment, zu verstehen, es geht nicht nur darum, es zu planen und es hundertfach zu überlegen, sondern einfach zu tun. Für die Teilnehmer war sicherlich der Austausch mit den Moderatoren sinnvoll und auch hilfreich. Es war ein guter Austausch. Es geht auch darum, dass die Teilnehmer untereinander möglicherweise zusammenarbeiten, sich mit ihren Ideen befruchten und am Ende eine schöne Reise zu gewinnen, ist ja auch kein schlechtes Ziel. Ja, die Kunden können hier durch unsere Experten auch Anregungen für neue Gedankenmodelle, neue Kreativitätstechniken mitnehmen. Insofern bietet das natürlich die Möglichkeit, auch mal über den Tellerrand hinwegzuschauen und einfach mal nochmal zu spüren, wie es vielleicht mal war. Und vielleicht auch zu spüren, wie es wieder sein könnte, wenn man sich mit was Neues wagt. Und das, denke ich, ist eine Riesenerfahrung. Vor allen Dingen fand ich sehr, sehr schön, drei sehr verschiedene Personen zu sehen, die ihre Ideen geteilt haben, ihre Business-Ansätze geteilt haben. Vollkommen unterschiedlich, irgendwo dann doch gleich. Und ich finde es sehr mutig, dass man auch Leuten, wie soll ich sagen, eine Bühne bietet, die so früh dort stehen.